Hallihallöch und herzlich willkommen zurück zu Astion hier. Ich freue mich, dass ihr mit eingeschaltet habt und der Tanz darf natürlich auch nicht fehlen. Wir werden in dieser Folge uns mal nochmal den Mond ansehen. Da haben wir vor letzte Folge oder vor zwei Folgen mal vorbeigeguckt und in der letzten Folge haben wir den Erdkern aktiviert. Die Folge ging ehrlich gesagt ziemlich ab. Die hat aktuell, glaube ich, 210 oder so Klicks, also das ist ganz schön ordentlich. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt tatsächlich, dann könnt ihr jetzt oben rechts aufs i drücken, da gelangt ihr zur letzten Folge und zur gesamten Playlist. Und ich würde sagen, wir brauchen auf dem Mond auf jeden Fall hier Strom. Deswegen nehmen wir mal noch den dicken hier mit. Die dicke Solarzelle ist es ja nicht. Wer ist denn das Ding hier? Den großen Generator. Und natürlich sowas und nee, einen Ofen haben wir gebaut, ne? Da können wir noch was davon mitnehmen. Bis wir voll sind und wir sind voll. Achso, ja. Wir können noch forschen. Da mache ich auch mal was anderes noch zum Forschen hier. Vielleicht können wir die Dinger hier erforschen. Weil Aluminium ist zwar effektiv, aber da gibt es bestimmt noch mehr. Okay, das geht nicht. Schade, das finde ich cool. Wenn man da irgendwie, weiß nicht, 500 zumindest oder so. Astronium ist immer gut. Stimmt. Da war ja was. Na, irgendwie... Oh! 1000. Alles klar, machen wir. Okay. Mit Informationen erschlagen. Errungenschaft freigeschaltet. Ein Traum ist das. Ja, wisst ihr was? Wir nehmen mal den Sauerstoffhain hier mit. Wenn wir hier uns Richtung Mond begeben. Muss ich noch irgendwas mitnehmen? Vielleicht sollten wir mal den größeren Shuttle bauen. Aber dafür habe ich bestimmt... Als ob. Och nö, jetzt ist der kaputt gegangen. Okay, wir müssen nochmal zurück. Wieso ist denn der jetzt kaputt gegangen? Ich meine, ich bin ein paar Mal hoch und runter geflogen, aber trotzdem. Okay, da müssen wir jetzt erstmal noch ein neues Ding hier craften. Ach, sowas Ärgerliches, sowas Ärgerliches. Haben wir noch Ammonium und Aluminium? Irgendwo bestimmt. Da ist noch Ammonium. Was brauchen wir denn? Oh mein Gott. Ach so. Ein großes Lager. Nee, wir brauchen... Nee, nicht Bohrstärke. Da. Feststoffschubdüse? Ja. Ammonium und Aluminium. Ammonium haben wir hier. Nein. Och, das ist ja aber auch immer... So. Ammonium. Aluminium haben wir bestimmt auch irgendwo. Jetzt geht hier uns schon wieder der Saft flöten. Natürlich kein Aluminium mehr. Müssen wir erst kurz einschmelzen, was? Das ist ärgerlich, denn das braucht immer so viel Strom. Ah, irgendwie ist mit der Energieversorgung nicht so ganz so optimal. Ah, nee. Nee, die haben wir jetzt alle eingepackt. Schade. Ah, okay, hier können wir nochmal anmachen. Den können wir nochmal anmachen. Ist ja schon mal immerhin ein Anfang. Es ist hier überall kein Sauerstoff mehr. Stimmt ja. Da muss man auch nochmal welche von machen. Gut wäre da in jeder Basis einer. Ist da jetzt schon ein Aluminium fertig? Perfekt. So, dann machen wir uns nochmal eine Düse. Perfekt. Ja, das dauert jetzt nochmal kurz. Da können wir den ja nochmal hier kurz ausschalten. Sollte ja dann genug Strom zusammenkommen. Jawollo. So. Machen wir hier noch ein bisschen Laterit drauf. Na. So. Sehr schön. Wisst ihr was? Dann machen wir das mal noch hier drauf. Und dann den hier drauf. Und dann sollte das ja alles durchgeschmolzen sein, bis wir zurück sind. Habe ich die jetzt schon dran gemacht? Ja. Nein, das soll da dran. Und ich will da einsteigen. So. Noch ein Versuch. C, starten. Auf geht's. C, starten. Auf geht's. Habe ich die. Bin ich jetzt irgendwie komplett gerade auf den Kopf gefallen? Die ist ja noch hier. Ich dachte... ich bin so verwirrt. So schrecklich, schrecklich verwirrt. So, jetzt haben wir C. Auf geht's, ab geht's. In den Weltraum. Diesmal bitte ohne, dass die Schubdüse kaputt geht. Das wäre ein Traum. So. Ja, danke. So. Huch. Was ist das? Unidentifizierter Trabant. Fragezeichen, Fragezeichen.
Naja, fliegen wir erstmal dahin. Scheiße, auf den Mond. Was ist das? Ist das dieses Ding, was man da gesehen hat? Tatsächlich. Was man in der Projektion da gesehen hat. Das ist dieser Satellit oder was auch immer das sein soll. Crazy? Alles klar. Und was soll ich jetzt hier? Ist auf jeden Fall cool, hier zu landen. F verlassen. Okay. Oh, man kann schon mal nicht... Da kann man hier überhaupt nicht... Hier ist eine Wand, damit man nicht runterhüpfen kann. Oh, das ist ja langweilig. Ich fände es cooler, wenn man außer außen rumlaufen könnte. Okay, was kommen hier? Hier kommen diese Dinger hin. Also eins haben wir ja schon. Gut, dass ich davon mehrere gemacht habe. Diese Dinger hier. Also müssen wir jetzt auf jeden Fall immer mindestens zwei machen. Einen zum Aktivieren und einen zum Benutzen. Einzigartiger Stein. Aha. Was genau habe ich jetzt gemacht? Scheiße, ich habe mich jetzt bitte nicht irgendwo wegteleportiert und komme da nicht wieder hin. Oh, Kacke. Was habe ich getan? Nee, ich will auf die andere Seite. So. Nee, hoch, 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 hoch. Das Problem ist auch, dass ich keinen Sauerstoff habe hier. Mistiger Mist, Mist. Okay, komme ich hier jetzt wieder zurück? Dann können wir... könnte knapp werden, aber wir könnten es schaffen. Wir laufen jetzt kurz zurück, füllen uns mit Sauerstoff auf, schnappen uns ein so ein Ding und laufen wieder hierher, teleportieren uns zurück. Ach, scheiße, hier ist halt echt kein Sauerstoff. Nein, weil ich es mitgenommen habe. Okay, jetzt müssen wir mal rennen. Sonst nippeln wir ab. Nee. Oh nö. Oh nö. Oh nö, so knapp. So knapp. Ärger dich. Oh, immerhin spawnen wir hier, okay. Das ist, zerstört ja den Plan schon mal nicht komplett. Ah. So. Okay. Dass wir auch nicht direkt neben so einem Ding gespawnt sind, finde ich ärgerlich. Und schade. Aber man kann ja nicht alles haben. Was soll denn das hier eigentlich immer? Wie... Du kommst dahin und du kommst dahin. So. So, dann füllen wir uns mal mit Sauerstöfferli auf. So, aber zurück kommen wir jetzt doch in einem, oder? Müsste ja gerade so hinhauen. Nee, den nehmen wir mal nicht. Den. Okay. Hier, den nehmen wir mal mit. So. Einmal komplett mit Sauerstoff auffüllen. Eigentlich können wir doch auch... den hier nehmen, oder? Ich weiß ja, wo er steht. So. Müssen wir uns wenigstens nicht so um den Sauerstoff Gedanken machen. So, das ist jetzt immer über uns gewesen bisher. Na, nun diesmal natürlich wieder nicht. Ah, was ist denn jetzt? Jetzt ist es über, unter, links, neben uns. Hallo? Was ist denn das? Ah! Los jetzt! Ach so, habe ich ganz vergessen eben. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, dann ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo. Wir sind immer noch auf der brandheißen Jagd nach 1000 Abonnenten. Aktuell geht's gut ab. Und, ne? Wir müssen einfach mal. 1000. Seid dabei im exklusiven Club der ersten 1000 Abonnenten auf diesem Kanal. Ich meine, ist schon cool, wisst ihr? Wenn man erster von 1 Million ist. Oder unter den ersten 1000 von insgesamt 1 Million. Das ist schon, das kann man sich in Lebenslauf schreiben. Also wenn ihr dabei sein wollt, ja, dann... Warum füllt ihr jetzt hier den Sauerstoff nicht auf? Dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, das wollte ich sagen. So, wir haben übrigens auch, es gibt übrigens einen Discord-Server, also wenn ihr da Bock drauf habt, ne? Hier kann man übrigens einen ultimativen Knotenpunkt drauf basteln. So, dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir das hier draufsetzen. Coole Geräusche und... das hier? Aha. Aha,
Naja. Naja, na gut. Cool, dann geht's wieder weg. Wenn ich mal drauf setze, wenn ich das da drauf setze, dann passiert nichts. Wo können wir uns jetzt hier. La 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 la. Ja, gut. Genug gespaßt, auf zum Mond, wie versprochen. Eigentlich brennt uns jetzt die Düse gleich durch auf dem Rückweg. Und hocken wir fest auf dem Mond. Komm nicht mal weg. So, abheben. Okay, aber es ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, wir müssen jetzt immer auf jedem Planeten. Das ist ja cool, wie der hiervon abhebt. Die Dinger aktivieren. Den Kern. Also, natürlich die. Der sieht ja crazy aus. Die Außenbereiche aktivieren. Dort dann den Kern aktivieren. Von dort aus dann. Das ist aber nah an der Sonne. Holy shit, das ist quasi über der Sonne. Und dann hier immer die Dinger draufsetzen. Das ist gut zu wissen. Okay, wir wollen zum erdähnlichen Mond. Wo ist denn erdähnlich? Erdähnlich? Erdähnlicher Mond. So. Das war unsere Düse. Ich hat's befürchtet. Fuck. Na gut, da kommen wir schon irgendwie mit klar. Die Frage ist jetzt, wo haben wir damals gelandet? War das direkt hier? Ich hoffe es, ehrlich gesagt. Wäre gut. Weil wir hatten uns ja schon was aufgebaut. Scheiße, das hätten wir mal irgendwie markieren sollen. Naja, wir landen jetzt mal hier. Das sieht doch gut aus. Sieht aus, als wären wir hier schon mal gewesen. Waren wir aber nicht. Kackendreck. Aber irgendwie doch. Ich weiß nicht. Oh, nix hier. Hm. Ist das der, wo ich schon mal war? Natürlich nicht. Hä, was mache ich denn jetzt? Komm halt auch nicht mehr weg jetzt hier. Dass sie das immer noch nicht gefixt hat, haben, finde ich schade. Was braucht denn das? Ja, steht mal wieder nicht dran. Klasse, Spitzen, Premium, super. Kann ich damit abheben? Nein. Wie ist denn das, wenn ich das Ding hier abmache? Bringt mir das dann Sauerstoff? Nein. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Gemisch finden. Irgendwo, damit wir uns Dingsens linken. Das hatte ich mir jetzt irgendwie auch cooler vorgestellt. Ich hatte gedacht, dass ich das irgendwie markiert hatte, wo wir da schon mal hier gelandet sind. Das ist mal wieder Dreck. Da vorne ist Gemisch. Immerhin können wir da schon mal so eine Line ziehen. Ja, eine geile Line. Spaß beiseite. Das sind ernste Überlebenskrisen, die wir hier haben. Möchte ich mal ganz kurz sagen. Muss ich einfach mal sagen hier. Das geht ja so nicht. Okay, wir haben natürlich auch hier richtig Platzprobleme schon wieder. Alles nicht ganz so optimal. So. Und so. Nein. Ist auch immer voll alles. So, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ja. Na, wir haben ja schon einen Ofen hier gebaut, wa? Na, das zu aktivieren bringt ja jetzt auch nichts. Weil wir müssen es ja aktivieren, um es zu aktivieren. Wisst ihr was, ich lasse das mal kurz hier liegen und leg meine Tether-Line darüber. So. Och, jetzt ist aber gut hier. So. So. Das braucht so super viel Strom, oder? Mir war so. So. Na. Ist aber immer Wurm drin hier. Okay. Zack. 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 Und zwei haben wir hier noch. Huch. So. Ich stecke jetzt einfach mal den hier rein, den da rein, den dort hinein. Und zack. Den hier hinein. Das schauen wir mal frei. Vielleicht bringt das ja was. Ich fürchte zwar nicht.
Aber man kann es ja mal versuchen. Reicht natürlich nicht. Ich brauche noch Gemisch. Ja, definitiv. Jetzt haben wir ja auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Ist hier zufällig irgendwo Gemisch? Och, jetzt ist doch aber auch hier ein Graus gerade mit den Tetherlines. Au! Na, wir haben ja das Ding hier. Aber der braucht eine Plattform. Plattform haben wir nicht. Scheiße. Können wir auch nicht craften. Wir können einen kleinen Drucker craften. Mit dem kleinen Drucker können wir dann eine Plattform machen. Mit der Plattform, da können wir dann das draufstellen. Aber wir haben das nicht um... Scheiße. Okay, wir haben keinen, kein Brennstoff für den... Für den Dings. Für die, das große Kraftwerkteil hier. Oh, aber da ist ein Lager. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir haben hier Sachen. So. Ja, das ist schon mal wieder super. Hallo. Jetzt ist gerade der Wurm drin. Nein, ich wollte doch coole Sachen machen. Nein. Oh. Das sind die Stacheldinger. Da darf ich nicht so nah ran. Sonst gehe ich drauf. Okay, wir können auf jeden Fall mal noch einen Generator machen. Ein Generator, dann brauchen wir noch ein bisschen Grünzeug hier. Nee, das sind die Explosionsgiftdinger. Die sind ja sogar fast noch schlimmer. Ich brauche aber noch mindestens einen von den blöden Tethern. Ja, ist ja gut. So. Haben wir auch wahrscheinlich die einzige Höhle gefunden. Höhle sag ich schon. Einzige Gebiet gefunden oder den einzigen Krater, in dem kein Gemisch weit und breit ist. Wow, rauscht das da vorbei. Super schnell, super zackig, super cool. Komm, sammel das mal auf. Danke sehr. Okay. Ja, komm. Wie finden wir jetzt das Ding am besten wieder? Ist halt super ärgerlich. Nee, ich... Verdammt, warum habe ich eigentlich einen Grenner... Ach nee, das... Deswegen. Genau. Das hat nicht funktioniert. Im Gedankengang. Ui, das hat zwar jetzt Schaden gemacht, aber das war's wert. Definitiv. hier ist nichts mehr. Hallo, raus da. Danke sehr. Da, 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 da. Gemisch, Gemisch, Gemisch. Da vorne ist Gemisch. Da ist Gemisch. So, davon noch ein bisschen. Zwei Hände voll, weil ich so viel Platz habe. Ja, einen kann ich noch. So, perfekto. Dann aktivieren wir jetzt einfach mal den Kern und vielleicht können wir was draus machen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ne, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuerst. Ich hätte vielleicht das eine Auto mitnehmen sollen, aber ich kann halt jetzt auch nicht mehr zurück. Ich muss jetzt echt die Basis finden, die wir uns hier schon aufgebaut haben. Muss ich, sonst ist schlecht. Ist immer das Gleiche. Es ist doch immer das Gleiche. Okay, machen wir noch einen Generator hier. Okay, so viel kann ich nicht tragen. Eins nach dem anderen. Komm, ich kann da schon mal den drauf setzen. Dann passt der auch ins Inventar. So, da hinten liegt noch ein grünes Zeug. Das merke ich mir jetzt einfach mal. In der Hoffnung, dass ich es nicht vergesse. Ein Generator noch dazwischen. So. Ach, ein Generator dazwischen. Na? So. Dann sollte das jetzt eigentlich auch reichen, glaube ich. Ja. Och, aber Punktlandung, ey. Gut geschätzt von mir. Ich will da hoch. Nutzen einfach... Nein! Nutzen keine Chance. Vergesst, was ich gesagt habe. Das könnte jetzt auch super knapp werden. Der geht gleich aus, der geht gleich aus. Oh, Punktlandung. Punktlandung mal wieder. Hallo, ist gut jetzt?
okay, da muss es doch definitiv eine bessere Methode geben. Es gibt zwei. Es gibt zwei und ich bin auf falschen gelandet. Herrlich. Ah, das ist mal wieder typisch. Och, da weiß ich jetzt auch gar nicht, was... Fällt mir auch gar nichts mehr zu ein, ey. Okay. Dann müssen wir mal ein paar Sachen aus. Das können wir alles da drauf. Auf jeden Fall. Das brauche ich ja jetzt nicht. Hier machen wir nochmal einen Tether draus. Ein paar haben wir ja noch. Ich muss auch nicht alle davon mitnehmen. Reicht's, glaube ich, wenn ich jetzt mal... vier von mitnehmen? Keine Ahnung. Und dann geben wir uns mal einfach... Naja, ich weiß nicht. Straight nach Osten? So. Au. Fängt gut an. So. Auf nach Osten. Ja, wisst ihr was? Das machen wir von der Base aus. Vom Shuttle. Ist vielleicht ein bisschen klüger. Und ich laufe jetzt einfach mal nach Osten. Und naja, wir sehen uns dann... in der Basis halt wieder, würde ich sagen, weil ja, ich muss da jetzt einfach hin, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Aber wie ich dort ankomme, seht ihr erst in der nächsten Folge, denn die Aufnahme war recht lang und ich wollte die nicht so tagstückeln, deswegen habe ich mich dazu entschieden, die einfach in zwei Folgen zu unterteilen. Das heißt, wie wir dann den Shuttle retten, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Und wenn euch gefällt, was ihr gesehen habt, dann ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, das würde mich sehr freuen und mir natürlich auch sehr weiterhelfen, denn wie gesagt, 1000 Abonnenten, wir müssen die bald erreichen. Langsam wird es peinlich, wie langsam das hier vorangeht, da sind andere Kanäle viel schneller und ihr müsst... ein Teil des exklusiven Haufens sein. Haufen ist irgendwie ein doofes Wort. Der die 1000 Abonnenten-Marke knackt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.